Was geht ab, meine lieben Freunde? Willkommen zurück jetzt zu einem weiteren wunderbaren Video. Und Freunde, wir sind nämlich hier bei der neuen SpongeBob Reaction angekommen zu Scarface. Ja, viele haben geschrieben, sie freuen sich auf den Track. Ich weiß nicht, Freunde. Ich habe erstens den Film nicht gesehen und zweitens weiß ich nicht, wie gut der Track wird, weil tatsächlich jetzt schon 2, 3, vielleicht sogar 4 Tracks dabei waren, die mir nicht ganz so gemundet haben. Die habe ich gegessen und dachte, weiß nicht. Freunde, so wie Erbsenbrei. Habt ihr schon mal Erbsenbrei gegessen? Ich auch nicht, aber ich glaube, Erbsenbrei ist nicht so geil, ja? Gut, Freunde, Hummus ist übrigens Erbsenbrei. Hummus ist Kichererbsenbrei. Wieder was gelernt, Bildungsauftrag erfüllt. Gut, Freunde, wir hören rein. Scarface von SpongeBob. Let's go. Das war koreanisch für Anfänger übrigens gerade. Okay. Bis jetzt gut. Bis jetzt sehr gut. Oscar-reif sogar. Okay, der Anfang ist wirklich stark. Der Anfang ist wirklich gut, muss ich sagen. Der Anfang gefällt mir wirklich. Ware auf dem Tisch. Scarface, denn der Pate trägt die Straße durch die Narbe im Gesicht. Lade meine Clips. Street Money. Kokain Money. Nase in nem weißen Bag wie Titanic. Kleins durch die Scheine. Mach Scheine mit Kleins. Lass es in Florida schneien. Miami Vice. Die Gläser gehen aufs Haus wie bei meinem Fenster. Ey, Miami Vice wäre echt gut. Lass es in Florida schneien. Und dann ist Miami Vice. Und Miami Vice. Okay? Der Track gefällt mir schon mal besser, muss ich sagen. Ein bisschen langsam noch, aber ich glaube, der wird gleich schneller. Miami Vice. Die Gläser gehen aufs Haus wie bei meinem Fenstermonteur. Denn ich dreh Dinger auf der Straße wie ein Tellerjongleur. Krass-Pusher-Rapper, Magnum Beretta, Warnung an Casper. Treff ich den Paradiesvogel im Hinterland, da mich das Jagdschungelmesser durch sein Camouflage-Muster-Sweater. Domo zum Tritt macht vor Jokers Balkon, knickt, als ob er Romeo ist. Mach den Hosenschlitz auf und dann blut dein dick Popo, geficke zu so wie du bist. Ich glaub an Gott und nicht an den deutschen Staat. Erhitzte 24-7, Flex auf 98 Grad. Irgendwann da kommt der Tag, wir landen in nem Sarg. Und wenn ich sterb, verbrennen Brüder mich bei 98 Grad. Kokain, Narbe im Gesicht, nenn mich Scarface. Ware auf dem Tisch, nenn mich Scarface. Lade meine Clips, nenn mich Scarface. Nenn mich Scarface, nenn mich Scarface. Narbe im Gesicht, nenn mich Scarface. Ja, ich muss sagen, ich bin enttäuscht von der Hook. Ich habe mir noch mehr erwartet jetzt. Ich bin enttäuscht von der Hook. Der erste Part war echt gut. Je näher wir zurückgekommen sind, desto besser wurde es gefühlt. Und dann die Hook hat es wieder ein bisschen runtergezogen. Die ist so einheitlich, so wisst ihr, so. Nämlich Scarface, nämlich Scarface. Ist gar nicht schlecht eigentlich, aber der hätte jetzt vielleicht entweder, hätten wir die Hook nur einmal hören müssen oder im zweiten Teil der Hook hätte noch was passieren müssen. Weil so ist es zu einheitlich, Alter, zu einheitsbrei-mäßig. Weiß nicht, da schmeckt der Brei wieder nicht, Leute. Nämlich Scarface, Narbe im Gesicht, nämlich Scarface. Ware auf dem Tisch, nämlich Scarface. Lade meine Clips, nämlich Scarface. Nämlich Scarface, nämlich Scarface. Nahkampfsäbelzacken, scharf wie Piranha-Zähne, Atze. Ihr kriegt kubanische Krawatten wie in Havanna-Ehegatten. Lasse die Halsschlagvene platzen, was für Alpha-Gene, Matze. Wenn ich die Walter aus dem Halfter nehme und Salven regnen lasse, puste das Hirn aus Andys Allmann-Penis-Fratze. Nachdem ich ihn wie seine Anstaltspflegeakte an die Wandtapete klatsche. Der arme Andy schon wieder, ja. Also ich muss sagen, Hook gefällt mir nicht. Hook gefällt mir gar nicht eigentlich. Also der Anfang, der erste Part war geil. Hook war dann echt so ein kleiner Downtaker wieder, weil es einfach so, ja, da hätte man viel mehr draus machen können. Wenn ich das mit den heutigen Hooks oder den neueren Hooks von Sunny vergleiche, die sind viel geiler, man. Die sind viel kreativer, finde ich, in irgendeiner Art und Weise, ja. Und auch hier auf dem Album waren schon bessere Hooks drauf. Das ist einfach so, weiß nicht, fühle ich nicht. War viel zu langsam und einfach nur, ich bin Scarface oder nenn mich Scarface zu sagen, fühle ich nicht, ja. Zweite Part direkt wieder stabil angefangen mit einer Karate an die Line. Nachdem ich ihn wie seine Anstaltspflegeakte an die Wandtapete klatsche, bis dann auf seine auf Halbmast lehnende Flagge. Bikini Bottom McCrime als eine ganze motherfucking Anwaltsserienstaffel. AK poliert, JJ kuriert, ich dreh Dinger auf der Street, heute ist Beyblade-Turnier, sieh die Joker auf der.
Ich drehe Dinger auf der Street, heute ist Beyblade-Turnier, Alter. Ich war früher Beyblade-Profi. Ich war Profi. Der Trick war nämlich, die günstigen zu kaufen. Und nicht, weil die so günstig sind und ich kein Geld hatte. Vielleicht auch ein bisschen. Aber Real Talk, die günstigen gekauft. Und dann, keine Ahnung, Digga, dann hattest du halt vier günstige und einen gegen einen teuren, sag ich mal. Und wir haben immer so gespielt, wer verliert, kriegt den anderen. Nee, wer verliert, muss einen abgeben. Wer verliert, muss einen Beyblade abgeben. Hatte ich vier günstige, die so teuer waren wie einer von den teuren. Hab dann vielleicht zweimal verloren, aber am dritten Mal habe ich gewonnen, hatte den teuren. Und dann immer so weiter, wisst ihr, wie ich meine? Auf 300 IQ-Basis habe ich gespielt. Auf der Street, heute ist Beyblade-Turnier. Sieh wie Joker auf der Mainstage kassiert. Der kann nichts tun, der nicht auf Mafia-Backup wie meine Playstation 4. Bevor sie wir Kopf mit Hunden. Der G den Dealer in den Streetblocks beim Pushen, wie Speed-Kombis pumpen. Will mit Weed Smoke die Lungen. Zieh ne Linie und liefer Kokain-Rocks an Kunden. Pacino, ich will Geld, amigo. More money, more power, tack an den Line weg. Die Karte macht ratatatatatatat wie die Hi-Hat. Starte Patronen geballert. Dein Homie ist lonely wie Nana. Ich smoke Havana mit Haus an der Copacabana. Und mach mit der Bolivien-Mafia das Kokain. Auch hier der Einstieg in die Hook ist geil, mit wo der Chor einsetzt. Aber dann ist die Hook einfach für mich einfach echt ein großer Qualitätsabfall, meiner Meinung nach. Mach mit der Bolivien-Mafia Leider. Das Kokain Para wie Tony Montana. Nabel im Gesicht, nämlich Scarface. Die wäre noch in Ordnung, die Line, aber dann irgendwas anderes. Keine Ahnung. Ware auf den Tisch, nämlich Scarface. Lade meine Clips, nämlich Scarface. Nämlich Scarface. Nämlich Scarface. Oder zumindest, wenn jetzt hier ein heftiger Beat-Remix so à la Eloa oder so einsetzen würde. Wisst ihr, wie ich meine? Aber leider nicht. Gesicht, nämlich Scarface. Ware auf den Tisch, nämlich Scarface. Lade meine Clips, nämlich Scarface. Nämlich Scarface. Nämlich Scarface. Was im Outro? Ne, okay, sehr langes Outro, Digga. 30 Sekunden Outro. Holy shit, okay. Freunde, wir kommen zum kleinen großen Mini-Fazit an dieser Stelle. Nicht der schlechteste Track, weil der erste Part ganz gut war. Der zweite hatte auch noch einige Höhen. Aber die Hook hat mir gar nicht zugesagt, muss ich sagen. Die Hook hat mir gar nicht zugesagt. Der Einstieg in die Hook mit dem Chor war geil, war Gänsehaut-Moment sogar beim ersten Mal. Aber dann hat das ein bisschen verkackt. Finde ich zumindest für mich persönlich, war es zu einheitlich irgendwie und zu unoriginell, also weiß nicht. Hätte man mehr draus machen können, meiner Meinung nach, ja. Ansonsten, ja, wie gesagt, nicht der schlechteste Track, aber wird auch bei weitem nicht mein Favorite sein, deswegen. Mal sehen, der nächste ist Krabbencoke tatsächlich. Da freue ich mich wirklich drauf. Den hören wir uns am Dienstag an, Freunde. Und würde ich sagen, sehen wir uns nachher um 20 Uhr logischerweise nochmal in einem weiteren Video. Habt einen wunderbaren Tag, Freunde, und bleibt fresh, so wie immer. Lasst auf jeden Fall noch oben da. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao.